Gibt es das Paranormale auf unserer Welt? Wenn ja, macht es dies nicht eher schon normal? Dies ist die 82. Ausgabe von Top 5 gruselige Geistervideos auf meinem Kanal und ich bin mir sicher, dass zwischen Fakes und Fehlinterpretationen auch einige Real Ghost Cases dabei waren. So möglicherweise auch wieder hier. Herzlich heimgefundenes Willkommen zur 82. Ausgabe von gruselige Geistervideos. Wir schauen uns heute wieder 5 Clips an, die rätselhafte Aktivitäten zeigen. Darunter eine Präsenz, die trotz Umzug und allem den Betroffenen nicht in Ruhe lassen möchte. Unheimliches Treiben am Brunnen, eine seltsame Erscheinung während einer Nachtfahrt und mehr. Lehnt euch zurück, macht das Licht aus und guten Grusel. Nachtfahrten haben durchaus etwas Entspanntes an sich für viele. Leere Straßen, die meisten Ampeln sind aus. Es ist einfach was ganz anderes, wie am Tag oder während der Rush-Hour umher zu cruisen. Aber was, wenn während der Fahrt im Dunkeln einem etwas Merkwürdiges, etwas schier Rätselhaftes auffällt? YouTube-Kanal Molly the Lag lud vor 7 Jahren ein Video mit dem frei übersetzten Titel Geist auf Dashcam eingefangen hoch. Lasst uns anschauen, was hier eingefangen wurde. Fuck was that? What? 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 I saw somebody on a bicycle or something like that. Wir hören zwei Männer reden und das Radio läuft. Ich hoffe an der Stelle, dass die Hintergrundambiente von mir den Song so gut überspielt, sodass YouTube hier nichts Falsches denkt. Ansonsten seht ihr hier einen nach dem Upload manuell gesetzten Cut. Sorry, wenn das der Fall ist. Um das Lied im Radio geht es aber nicht. Sie fahren eine leere Straße bei Nacht entlang. Einem der Männer fällt ein merkwürdiges Licht auf, das er sich nicht erklären kann. Auf der Dashcam-Aufnahme können wir ebenso ein hell leuchtendes Objekt am Ende der Straße sichten, das schnell wieder verschwindet. Was einem bei genauerem Hinblicken auch auffallen kann, sind die flackernden Straßenlichter in diesem Moment. Wurde hier etwas Paranormales auf Kamera aufgezeichnet oder ist das alles rational erklärbar? Der Poster hinterlässt in der Videobeschreibung ein wichtiges Detail. Er schreibt hier, dass er einen Tag später dort wieder war und eine Gedenkfeier abgehalten wurde. Genau an diesem Punkt, wo man das Leuchten sah. Gruselig. Gibt es hier irgendeinen Zusammenhang und wir sagen hier was wahrlich Übernatürliches? Oder gibt es für euch noch andere Erklärungen? Die Schule ist einerseits ein Ort zum Lernen und für das Pflegen sozialer Kontakte im frühen Leben eines Menschen. Andererseits verbinden einige Menschen auch Panik und Angst mit der Schule aufgrund von Mobbing oder Prüfungen. Diese Schule in Peru erzeugt jedoch keine Angst auf die übliche Weise. Vielmehr hinterlässt sie den Eindruck, nicht sicher zu sein. Aus Gründen, die über unserem Verstand hinausliegen. Der YouTuber Dark Elias lud im Oktober 2014 eine rätselhafte 4:3 Aufnahme einer peruanischen Schule hoch, die Gänsehaut erzeugt. Ah, su casa, un tanto se demora mi viejo y mi vieja. Tamarias. Han salido, no llega a casa. Tamar. Pero rato, pero tenemos que limpiar, casa. Yo estoy solo acá, que chucha. ¿Quién me va a ayudar? O sea, huevón, pe. Acabo de bloquearnos grabando, weón. Ay, ay, puta batería. Vaya, va. Corre. Paso. Chiquira, ven, chiquira. Vamos a robar también con el disco. Vamos, ven, chiquira. Otá, otá. No, no, otá, otá. Otá, otá, otá. Ven, chiquira. Oye, ahora, huevón, mira. ¿Qué? Se prendió la luz, huevón. Bicho, no seas huevón, no. Ya vi, huevón, no seas tarado. Oyara, Lucho, no. Oh, concha tu madre. La dos, huevón. No, no, qué chivolo, huevón, vamos a ver. No seas huevón, no. O no seas huevón, no. Sara. Oyara, no. Puta madre, no me jodas, yo no voy a ir. Oh, vamos a ver, mierda. Abajo, tarado, no seas huevón. ¡Uy! ¡Concha tu madre! ¡Se abrió la puerta, weón! ¡Oh, ya, no! ¡Oh, weón! ¡Corre, corre! ¡Qué chucha! ¿Qué fue esto? Oh. ¡Corre, weón! ¡Corre! ¡Oh, ya! ¡Oh, corre!
Por ese huevón, no, qué chucha. Oh, ya. Oh, corre, huevón, corre. Oh. ¡Uy, la silla! Oh, Lucho, me dio miedo. Oh, no prende la luz. Oh, Lucho, bebé, corre. ¡Hola! ¡Corre, mierda! ¡Oh, no está huevón, Lucho! ¡Corre, Lucho de mierda! ¡Vamos ya, huevón! ¡Tienes que ir con mierda! ¡La madre! ¡Ah, oh, oh, conchetumare! ¡Oh, Lucho, corre, conchetumare! ¿Dónde vamos? ¡Oh, oh, 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 conchetumare! Oh, ¡corre para abajo! ¡Corre para abajo, huevón! ¡Corre, conchetumare! ¡Oh, Lucho, no está huevón, Lucho! ¡Ay, Lucho! Zwei junge Männer unterhalten sich mit dem Blick auf die mit Straßenlichtern durchflutete Stadt. Wenn hier Zuschauer der gesprochenen Sprache mächtig sind, dürft ihr in den Kommentaren gerne Übersetzungen zur besseren Verständnis des Videos dalassen. Das Video beginnt so richtig, als die beiden Männer um die Ecke zum Schulinnenhof liefen. Der Filmer zoomt auf eine Klassenzimmertür auf der anderen Seite des Schulgebäudes. Ist ihm schon etwas aufgefallen? Die Lichter in diesem Raum fangen an zu flackern. Auch im Klassenraum daneben werden die Lichter an- und ausgeknipst. Entgegen jeder vernünftigen Annahme sprinten die zwei jungen Männer in Richtung der rätselhaften Action und forschen nach. Kurz vor deren Ankunft öffnen sich beide Türen zu den angeblich menschenleeren Klassenräumen. Etwas pfeffert aggressiv Stühle aus den Klassenräumen, was die Männer allmählich zur Flucht aufschlagen lässt. In einem anderen, vielleicht nicht so bedrohlichen Klassenzimmer finden sie Zuflucht. Doch auch von dort werden sie wegen eines unerklärlichen Geräuschs verjagt, so als hätte jemand etwas verschoben. Ein letzter Gegenstand wird während der Flucht vom Schulgebäude vor ihren Augen wie von Geisterhand auf Kamera bewegt. Welcher Gegenstand wegen der Qualität schwer zu identifizieren ist. Gekreische im Hintergrund festigt die Annahme einer schrecklichen Heimsuchung. Wurden diese zwei jungen Männer Zeugen einer Heimsuchung? Auf der Hand liegt, dass sicherlich viele ihre Schulzeit verachten und auch dementsprechend den Ort verfluchen. Doch würden diese ehemaligen Schüler ihre alte Schule nach ihrem Ableben deswegen wieder aufsuchen, um anderen Menschen Angst einzujagen? Zu bezweifeln ist es, da bis auf eine Aktion jede andere meiner Meinung nach leicht nachzustellen ist. Das typische Lichtflackern erklärt sich schon damit, dass wir nicht die Räume von innen begutachten durften. Ob sich dort jemand aufgestellt und versteckt gehalten hat, haben wir nicht gesehen. Ebenso wenig sahen wir, wer die Stühle aus den Räumen warf. Das Geräusch im Klassenzimmer war zwar der Trigger zur endgültigen Flucht im Video, jedoch nicht der klare Beweis für paranormales Treiben im Schulhaus. Was auf Kamera jedoch etwas schwerer zu erklären sein dürfte, ist diese Art Besenstiel, die dort am Boden von Geistern rumtänzelte. Ist hier der magische Faden von der Ferne aktiv? Oder ist das mehr der Hinweis darauf, dass das doch alles echter Spuk auf Band ist. Das Verhalten der Spukopfer gibt eventuell etwas zur Andacht, denn erst gehen sie bei geisterhaften Lichtflackern und Türöffnen zu Ort und Stelle und werden ihrer Mut beim Stuhlwerfen überrumpelt. Das Gekreische ist bei Echtheit die Kirsche auf der Sahnetorte. Was meint ihr zu diesem Geisterfall? Willst du regelmäßig mit uns die Mysterien der Welt ergründen? Dann abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Ein Klick auf Magisch wirkt magisch. Danke für jegliche Unterstützung, Freunde der Nacht. Jetzt geht's weiter. Der Redditor Redditor Fix postete vor gut einem Monat ein merkwürdiges Video in einem Subreddit für Paranormales und Mystery. Per Zufall haben wir in dieser Top 5 gleich zwei Videos, die aus Peru stammen sollen. Zu sehen ist ein Brunnen und daneben eine Figur mit glühenden weißen Augen, die im Schneidersitz daneben hockt. Was auch immer hier passiert, schauen wir uns jetzt an. Die erste Frage, die ich mir hierzu gestellt habe, ist, warum man überhaupt eine Überwachungskamera an einem Brunnen mitten im Land aufgestellt hat. Man konnte ganz kurz inmitten des Videos das Datum und die Uhrzeit ablesen, was das Ganze noch komischer macht. Denn wir sehen, es ist 21 Uhr, Nacht, düster. Ehrmann sitzt mir in der Einleitung vorab gespoilert im Schneidersitz neben dem Brunnen. Vielleicht ein beruhigender Ort für ihn oder es.
Warum es? Als die Figur oder der Mensch aufsteht, ist der Körper nicht klar erkenntlich. Was das Video noch rätselhafter macht, ist die zweite Figur, die sich hinter dem Brunnen aufmacht und wegläuft. Was haben diese zwei Figuren dort gemacht? Sind das Menschen oder übernatürliche Gestalten, wie es vermutet wird? Ich bin selber kein Fan davon, euch die Spannung zu nehmen. Zumindest denjenigen, die daran eher etwas Paranormales finden. Dennoch bin ich auch hier, Dinger mal kritischer als sonst zu beleuchten. Und hier muss man wieder mal klar hervorheben, dass es sich um eine Überwachungsaufzeichnung handelt, welche Kameras üblich mit wenig FPS laufen. Ich habe mir das Phänomen so erklären lassen, dass sich hier Frames, also Bilder, eventuell überlappen, die dafür gesorgt haben, dass das so aussieht, wie es aussieht. Überprüfen und bestätigen kann ich das nicht. Jedoch ist es auch ein Ding der Möglichkeit, was in dem Fall mindestens Übernatürlichkeit in diesem Clip ausschließen kann. Somit sehen wir hier nur zwei schlecht dargestellte Personen, die halt auch mal in der Nacht Wasser holen. Doch wo ist der Eimer? In eurem Haus spukt es, ohne Zweifel. Ihr wart in der Lage, paranormale Aktivitäten mit eurem Handy aufzunehmen und habt die Videos im Internet verbreitet. Ein Teil glaubt euch, ein Teil nicht. Wie es ebenso mit Geistervideos ist. Zuschauer raten euch an, umzuziehen und euer Hab und Gut völlig auszutauschen, sodass keine Entität an euch mehr haften kann. JB vom Kanal DinoNuggets741 sei in die Wüste gezogen, hat also einige Meilen von seinem alten Zuhause entfernt ein neues Zelt aufgeschlagen. Klamotten, Möbel und andere Gegenstände, bis auf ganz wenige Ausnahmen, sind völlig ausgetauscht. Das sollte neben dem Umzug alle Wahrscheinlichkeiten einer erneuten Heimsuchung eliminieren. Doch dem ist diesen Aufzeichnungen nach nicht so. Es poltert im Flur. JB tastet sich vorsichtig raus und schaut nach. Das Poltern geht weiter. Wie es sich anhört, kommen die Geräusche vom Zimmer gegenüber. Plötzlich bewegt sich unerklärlich ein Karton vor JB in seine Richtung, was ihn zusammenschrecken lässt. Er zieht sich zurück in sein Zimmer und schmeißt die Tür zu. Das Poltern möchte nicht aufhören. Wieder schaut JB nach, beugt sich ins andere Zimmer, um nach dem Unruhestifter Ausschau zu halten. Doch wie man hört, stammen die Geräusche von weiter weg. Somit tastet er sich weiter vor zum gegenüberliegenden Zimmer, von wo das störhafte Geklopfe zu kommen scheint. Er reißt die Tür auf und erwischt niemanden. Darauf folgend stöbert JB nochmal alle Zimmer durch, um den ungebetenen Gast zur Rede zu stellen. Doch wie wir uns denken können, bleibt dieser in diesem Video unsichtbar, hat sich ein Poltergeist an JB geklammert und ist ihm den ganzen Weg in die Wüste gefolgt, nur um ihn nun weiter zu terrorisieren. Dem Anschein nach ist es so. Lasst uns nüchtern bleiben. Bis hierhin ist das Ganze eine bei Echtheit höchst beunruhigende Situation und das einzig Sehbare der herangezogene Karton. Man kann eigentlich bloß hoffen, dass das alles gestellt ist, denn das alles erinnert mich sehr stark an eine Folge von der Netflix-Serie Heimgesucht, unglaubliche Zeugenberichte, in welcher echte, paranormale Fälle nachgestellt werden. Einer davon handelte über eine Art Geist oder Dämon, der sich wahrhaftig an eine Person gehaftet hat. Und egal, was dieser dagegen tat, er wurde nie in Ruhe gelassen. Ist es wirklich möglich, und auch hier der Fall, eine quasi persönliche Anhaftung? Ein zweites Video, das im Moment des Geschehens aufgezeichnet wurde, könnte mehr Aufschluss darüber geben. Seht. Thank you.
Hello? No! Hello? Hello? The fuck? Hello? What do you want? JB schaltet die Musik aus und steht auf. Jemand oder etwas trampelt im Stockwerk über ihm, auf den Treppen herum. Logischerweise filmt er die Treppen, also den Zugang zum Gruselin-Vorgehen, und fängt einen Schatten an der Wand ein. Er pustet nach oben, während ein unheimliches Kichern zu hören ist. Er wendet sich für einen kurzen Augenblick in sein Zimmer und kann gerade noch so auf Kamera festhalten, wie die Tür zum Zimmer gegenüber sich angeblich von alleine zuschlägt. Dasselbe Zimmer, aus welchem das Gepolter im letzten Video stammte. Die Tür öffnet sich mehrmals für einen Spalt, nur um sich wieder gewaltsam zu schließen. JB forscht wieder nach und wird enttäuscht, denn die Nachforschungen bleiben in dieser Aufnahme erfolglos. Vielleicht wird er ein andermal fündig, doch bis dahin muss man mit den bestehenden Mysterien verfahren. Was ist wirklich passiert? Auch für uns natürlicherweise lassen sich die Geschehen nur mit einem Fake Case erklären. Typische, natürliche Trigger, die fälschlich häufig als paranormal gekennzeichnet werden, wie Wind oder ein Tier, sind nahezu ausgeschlossen. Zwar konnte man im Verlauf des ersten Clips sehen, dass JB eine Katze und einen Hund als Haustier hält, dennoch bezweifle ich stark solch aggressives Verhalten. Der Schatten an der Wand in der Treppe könnte genauso eine Person gewesen sein. Ob es wirklich so ist, weiß nur der Filmer und Poster selber. In diesem Fall brauchen wir auch weiter nicht über das Paranormale sprechen. Shadow Sightings sind jedoch keine Seltenheit. Am Ende des Tages liegt es also wieder an uns, was wir davon halten. Wenn es bei euch zu Hause spuken würde, welche Kategorie wärt ihr? Kategorie A und zieht vehement aus? Oder Kategorie B und filmt das ganze Spukspektakel, damit man euch glaubt? Der YouTuber World Paranormal dokumentiert auf seinem YouTube-Kanal das paranormale Vorangehen bei sich zu Hause. Heute schauen wir uns zwei kurze Clips von ihm an, die wahrlich haunted sind. So I keep hearing weird noises. I don't know what the hell it is. It's like knocking, creaking footsteps. It's either in my room or Sky's room, but Sky's passed out right now. But it's crazy. See, I'm telling you, I keep hearing weird shit. I think it's coming from my room now. What the fuck is that? See, I keep this up against the cabinet. Because the dolls like to try to open the doors and shit, it's weird. Yo, fuck this.
this. Der erste Clip beginnt damit, dass Walt paranormal Geräusche hört, während er bei sich zu Hause auf der Couch sitzt. Er sagt, er wisse nicht, was es ist. Es klingt nach Klopfen, Knarren und Schritten. Seine Tochter, so vermutet, schläft und kann es logisch nicht sein. Er steht auf und wir hören die ersten Geräusche im Video, die er sich nicht erklären kann. Es hört sich an, als würde jemand die Küche aufräumen. Der Filmer vermutet, die Geräusche kämen aus seinem Zimmer, was sich jedoch über meine Kopfhörer weniger so anhört. Darüber kann man noch debattieren. Er filmt auf den großen Schrank an der Seite und argumentiert, dass das Teleskop vor dem Schrank so aufgerichtet ist, da die Puppen da drin versuchen würden, die Schranktüre aufzumachen. Er öffnet also die Pforte zum Puppendomizil und für mich ist es gleich schon kein Wunder mehr, warum es hier spuken soll. Ob hier irgendeine Beziehung zum Spuk besteht, steht außer Frage, da man direkt mehrere unheimliche Puppen sehen darf, die auf nichts Gutes hindeuten können. Haunted Dolls als Gefäß für sonst welche außerweltliche Energien dürften oft der Grund für Heimsuchungen sein, wie uns nicht zuletzt Horrorfilme aufzeigen. World Paranormal filmt für einen Moment den düsteren Anblick des Puppenschranks, bis aus dem Nichts Schritte hinter ihm zu hören sind. Wer oder was war das? Ist er wirklich alleine? Oder ist diese Szene einfach nachgestellt und fake? Da bis hierhin die schwer erklärliche Aktivität sich auf die Audio beschränkt, kann man nichts Eindeutiges hierüber verlauten. Ein anderer Überwachungsclip könnte uns hingegen mehr Aufschluss geben. Pinkes Spielzeugauto wird im Zimmer der Tochter vorwärts bewegt. Erst noch nur ein wenig. Wenn man ein wenig wartet, kann man sehen, wie das Fahrzeug noch weiter nach vorne bewegt wird, bis es gegen die Kommode rast. An einem Punkt wird ebenso der Ball neben dem Spielzeugauto in Bewegung versetzt. Ist das alles einem Geist zuzuschreiben? Sehen wir hier echte paranormale Aktivität? Oder ist das alles bloßer Schwindel? Was einen Schwindel entkräftet, ist jedenfalls der Fakt, dass der magische Faden unterhalb der Kommode schwer zu ziehen sein dürfte. Ich könnte es mir nur mit einem Aufwand erklären, dass man tatsächlich einen Faden gut durchdacht und die Kommode so gesponnen hat, dass man vom Flur aus das Auto nach vorne in Richtung Kommode ziehen konnte. Das erklärt jedoch nicht die Bewegung des Balls, weswegen das für mich bis hierhin ein realistischer Ghost Case sein könnte. Was meint ihr? Das waren auch schon wieder die Top 5 gruseligen Geistervideos für diese Woche. Vergesst nicht zu abonnieren, wenn ihr regelmäßig paranormale Clips von mir behandelt sehen wollt. Ein Like supportet meine Arbeit und hinterlasst auch immer gerne einen Kommentar mit eurer Meinung zu Gesehenem. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Video.